Hallo liebe Fußballfreunde und liebe Community und herzlich willkommen hier zu einem neuen React auf meinem Kanal. Ja, bei Jonas Ems kam heute ein Lückenbüßer oder wie es bei ihm heißt auf dem Kanal. Einfach nur ein kurzer Clip, eher mit einem Tagebuch. Aber wir lassen uns trotzdem keine Reaction in dem Sinne klauen für heute und reagieren trotzdem so gesehen auf ein Video mit Jonas auf dem Kanal von Kyla. Wir lieben durch 36 Fragen-Experiment. Verlieben, trotzdem wird groß geschrieben. Jetzt kommt hier wieder der penetrante Daniel, der meint, alles besser zu wissen. Sowas triggert mich, habe ich schon mal gesagt. Jonas Blick ist einfach schon Premium, wie er mich hier anlächelt. Und keiner will ihm irgendwas erzählen. Und die Hand liegt so typisch da, wie in einem Kino, so. Ah, dann so die Hand ausstrecken. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was in diesem Video passiert. Das kann nur lustig werden. Wir haben uns letzte Nacht gegen 4 Uhr in meinem Schlafzimmer gesehen. Sie hat es versucht so und das muss man ihr lassen. Also wäre zu den Blondinen gegangen? Ja, da bin ich. Mama! Es geht nicht. Nee, das geht tauschen. Nicht. Wie bin ich nochmal? Ich habe vergessen, wie man existiert. Warte mal. Mein Name ist Kyla Schalks und das ist Jonas Schmems. Also. Ich habe vergessen. Wie man was noch mal, Alter. So geht's mir im Übrigen auch. Es ist für mich jetzt gerade spät abends und ich nehme noch diese Reaction hier für euch auf. So, was hat sie jetzt aber gesagt? Es geht nicht. Nee, das geht tauschen. Wie bin ich noch mal? Ich habe vergessen, wie man existiert. Ich habe vergessen, wie man existiert. Das ist Jonas Schmems. Also. Schmems. Ich habe YouTube so Videos gesehen. 36 Fragen, um sich zu verlieben. Das ist praktisch irgendeine Studie. Und am Ende kommt noch eine Aufgabe. 4 fucking Minuten in die Augen schauen. Ich habe richtig Angst davor. Das ist wirklich in deine Augen. Das ist wie von so einer Schlange, wo man so paralysiert ja, wird. Ja, du guckst einfach immer so, keine Ahnung, nee, ist schon unangenehm. Manchmal starrst du mich ja auch einfach an. Du weißt, wie findest du meine Augen so? Lass doch was anderes reden. 36 Fragen, um sich zu verlieben. Das soll bei Fremden gemacht werden. Du bist immer fremd schon. Bei jedem neuen Date bist du irgendwie anders. Ja. Und ich dachte, mit wem könnte ich das denn machen? Natürlich Jonas Ems, weil da sowieso schon diese Anspannung ist. Das sind 3 Sets und jedes Set soll wohl... Vor allem, oh, jetzt, ich habe wieder das Datum vergessen. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, dass React dazu kam letzte Woche. Alter, ich sitze hier ganz unbequem irgendwie gerade. Bestimmt, weil es spät abends ist, deswegen, ich muss hier noch gleich diese Videos schneiden für euch und dann kann ich die ja auch schon hochladen. Jedenfalls, auf jeden Fall haben die gesagt, war das jetzt 5 oder 8 Jahren? In acht Jahren, und das ist, sage ich mal, so Ende August, also 2028. Mal gucken, ob sie bis dahin Single sind, weil dann kommen die jetzt zusammen. Wohl schwieriger und intensiver sein als das andere. Also es fängt soft an. Ich kann sagen, ich werde wahrscheinlich einige Fragen rausschneiden, weil die vielleicht einfach nicht so interessant sind. Oh, wärst du gerne berühmt? Und wenn ja, auf welche Art und Weise? Ich habe mich gerade schon verliebt. Wärst du gerne berühmt? Du bist ja schon irgendwie berühmt. Ja, ich bin ja schon berühmt. Leute, wir machen kurz Location-Wechsel. Sorry. Wir haben festgestellt, dass wir dumm sind. Wir machen es einfach zur Kamera, ist kein Q&A. Das wird einfach gleich so ein normales Gespräch sein, das wir führen, ne? Hat angefangen zu gewittern. Alter, wie kurz blendet sie denn das ein? Wartet. Hat angefangen zu gewittern und wir mussten reingehen. Lol. Okay. Gut. Ganz kurz also. Ich krieg von euch immer viele Nachrichten, woher mein Scheiß ist, den ich so anziehe. Kennt ihr Depop? Ich habe viele Sachen ausgemistet. Und Depop kam auf mich zu und hat mich gefragt, yo, willst du nicht deine Sachen bei uns verkaufen? Und ich war so, eigentlich... Ja, das ist nur ein Haufen der Sachen, die ich verkaufe. Ich zeige euch ein paar Sachen und wie ich das hier alles schön mache. Solltet ihr Interesse haben, ein paar coole Sachen von mir zu kaufen, die auch alle in gutem Zustand sind, könnt ihr gerne den Link in meiner Video abchecken. Das hier ist mein Depop-Name. Ich mache dir guten Preis. Cringe. Schuhe! Ich hab auch Schuhe. Wenn ihr Interesse habt, geht zum Video. Ist oben verlinkt. Nice. Sieht cool aus. Sieht wirklich cool aus. Muss mal bei mir hier leiser machen. Sonst habe ich das Gefühl, ich schrei. Bin ich bestimmt sowieso manchmal in meinen Videos, aber... Und die Jacke hat, glaube ich, auch Julia Beautics.
Guns N' Roses, geile Band. Tolle Musik von denen. Übrigens, hier ist noch eine Kiste. Das ist voll mit Sachen, die ihr kaufen könnt, wenn ihr wollt. Also könnt ihr mir gerne auf Depop folgen, weil da kommen regelmäßig Sachen hoch. Ich bin so verloren. Ich habe das Gefühl, man merkt so über, dass so eine Woche hinter einem liegt. Ich bin so überfertig einfach. Wirklich? Ich glaube, man merkt das schon ein Unterschied. Okay, aber ich bin gespannt auf die nächste Frage. Wenn du leben könntest, bis du 90 bist. Ab dem Moment, wo du 30 bist, musst du dich entscheiden, ob dein Geist entweder stehen bleibt oder dein Körper. Oh. Viele Leute werden halt dement oder vergesslich einfach und davor habe ich große Angst. Auf der anderen Seite bist du ja körperlich mit 30 so im Höhepunkt deines Lebens. Ich glaube, ich würde mich immer dafür entscheiden. Körper? Ja, ja, weil das hat so einen psychischen Impact und wenn du Sachen vergisst, du merkst es ja selber nicht mehr. Ich glaube auch, ich würde mich für den Körper entscheiden. Irgendwie finde ich jegliche Erfahrung. Ich weiß gar nicht, ob ich mich für Körper entscheiden müsste. Ich glaube eher nicht, weil ich glaube, ich bin immer so einer. Mein Körper kann sich von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, von Tag zu Tag, sage ich mal so, gefühlt ändern. Ich glaube, ich würde eher Geist nehmen. Ich glaube, ich würde tatsächlich lieber Geist nehmen. Gut, und wenn du in deinem Mindset eines 30-Jährigen bleibst, dann... Alter, wie rot ist Kyler bitte hier? Hast du... Ich weiß nicht, was ich mit meinem Arm machen soll. Ja, war schon gut da. Ja. Hast du so eine geheime Vorahnung oder so eine Vorstellung davon, wie du sterben wirst? Ich glaube, ich werde an Krebs sterben. Ja? Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sterbe, das ist krass. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich, wenn ich mit 50 oder so keine Familie und kein vernünftiges Familienmitglied habe, what the fuck? Umbringe. Ich mache die Schritte immer nervös. Ich mache alles nervös. Nenn drei Dinge. Alter, also Tod ist immer so eine Sache, finde ich. Ich weiß, ich habe wie... ihr euch irgendwie mit diesem Thema beschäftigt. Ich sag nur eins, ich möchte einfach in Ruhe einschlafen. Das ist so mein Wunsch einfach. Ich möchte einfach in Ruhe einschlafen. Ihr nicht. Ihr nicht. Das war's. Von denen denkst du, dass wir sie gemeinsam haben? Wir haben beide einen Penis. Ich glaube, wir sind beide einfach sehr reflektiert. Wir sind beide ehrgeizig. Wir haben beide einen ziemlich coolen Freundeskreis. Das ist so lustig, den Arm. Nervös. Ich würde sagen, wir beide sind clever. Mhm. Wir beide sind sehr interessiert. Ich würde sagen, wir beide denken auch viel nach. Für was in deinem Leben bist du am dankbarsten? Für mich. Ja. Es wäre viel lustiger, wenn man das so drehen müsste, dass man immer das auf dieser Flirtbasis so machen müsste. Ja, alles das wäre richtig witzig. Das wäre überwitzig. Du! Ja. Können wir zwei, drei davon so machen? Ja. Okay. Also du, ja. Und dieses Video, ja. Ich würde es noch gerne ein bisschen ausführen, halt seitdem du in mein Leben kommst. Komm, bitte zur nächsten Frage, hübsches Ding. Wie fühlst du dich bisher? Beschreib mal ganz kurz deinen Stand. Ich bin nervös wegen des Gewitters, gut gesättigt wegen des Essens und verschwitzt vom Tag. Das ist mein aktueller Gemütszustand. Jonas 50. Ja. Ich bin gesättigt, ich bin verschwitzt vom Tag. Gesättigt wegen des Essens und verschwitzt vom Tag. Okay, wenn eine Wahrheitskugel dir etwas aus deiner Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft verraten könnte, was würdest du gerne wissen? Ich würde, glaube ich, mir... Wo ich gleich Jonas hier. Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich Stand jetzt diese Kugel nehmen müsste, glaube ich, würde ich fragen, kenne ich schon persönlich irgendwie meine zukünftige Frau? Oder heirate ich überhaupt? So eine Doppelfrage. Ich würde es geschickt einfädeln, dass das so eine Doppelfrage ist. Ja, ich glaube, das wäre so eine Frage. Weil man ist sich ja nie sicher, was in Zukunft passiert. Und gerade wenn welche, so wie, weiß ich nicht, ob ihr alle irgendwie zum Beispiel in einer Beziehung seid oder so, man weiß nie, muss man leider zugeben, man weiß nie für die Zukunft, wie lange man irgendwie, wenn man in einer Beziehung ist, wie lange man zusammenbleibt. Man wünscht es sich. Und dann kommt vielleicht doch alles anders, als man denkt. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Also deswegen. Außer es klappt. Außer es klappt wirklich. Deswegen, also... No judgment jetzt hier, aber wie gesagt, das wäre so eine Frage, die ich stellen würde. Erinnerungen angucken mit Verwandten, die schon gestorben sind. Ich brauche Taschentücher für die Züge. Ich werde anfangen zu weinen. Eine Sache. Das sind halt Fragen, die sind nicht so erhoffen, mich so anzugucken. Es ist komisch, ich weiß. Er hat mir gerade auf die Lippen geguckt. Ich habe letztens gelernt, dass wenn du, natürlich konntest du sie erstmal so wirkst, als würdest du interessiert sein, guckst sie in die Augen, wenn sie spricht. Aber wirkliches Interesse passiert, wenn du ihren Körper anguckst. Wirklich? Mhm. Ah, krass.
Das stimmt. Das kann ich auch schon mal gelesen. Ich schau vor, nach diesem Video stellen wir fest, absolut nicht. Dann ist halt wie jetzt. Okay, welche Rolle spielt Liebe? Spiel ich bei Liebe. Oh, damit hast du mich jetzt. Jetzt bin ich verliebt. Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Oh, meine Antwort ist traurig. Darf ich anfangen? Ja, bitte. Keine große. Eigentlich habe ich so viel Liebe in mir drin, aber ich behalte die halt für mich. Also für mich ist es schon wichtig. Ja, für mich ist es auch wichtig. Ich glaube, ich zeige es anders. Ja, sie zeigt es anders, das stimmt. Wir sind bei Fragen. Ich bin nicht du hast gar nicht gemerkt, ne? Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe es einfach angenommen. Oh mein Gott. Wir müssen uns gegenseitig 5 positive Charakteristika an dem anderen sagen. Also was haben wir schon mal gemacht im echten Leben? Wir haben eben schon festgestellt, dass diese Gespräche, die wir hier führen, führen wir auch normal so. Ja, also aber okay, 5 Charakteristika, 5 positive. Ich würde sagen, du bist, oh mein Gott, okay. Ich sitze auf dem Erinnerungskissen übrigens. Ja, mal wieder. Weil er sitzt wie ein Gollum. Ja. Ich finde dich ziemlich interessant, als Mensch einfach. Mach nicht so, du selbstgefälliges Arschloch. Ich mag es, dass du oft sehr ernst bist. Auch wenn es irgendwie manchmal seltsam ist, weil man nicht versteht, warum du so ernst bist. Ich finde das irgendwie cool. Das ist voll komisch, aber... was sagst du? Das war irgendwie... Entschuldigung, schneidest du das auch ins Video rein? Was denn? Diese Sachen, ja, ne? Dann, vielen Dank. Dass du sehr zielstrebig bist. Das ist cool, ich mag Macher, ich hasse Redner. Und 5, ich finde halt richtig angenehm... Wie groß dein Penis ist. Perfekt. Ich war ein Witz, ich hab den Penis noch nicht gesehen, Leute. No, scheiße. Ich habe richtig Probleme, Komplimente vor anderen Leuten auszusprechen, wenn hier gerade mehrere hunderttausend Leute zugucken. Hallo. Ich mag das irgendwie gar nicht. Doch. Du bist halt auch eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Überdurchschnittlich. Dann mag ich halt also wirklich sehr, dass du halt sehr, sehr gebildet bist. Die kleine Anekdote dazu. Wir haben uns irgendwie letztes hier abends auf eine Couch gesetzt. Wurde draußen halt ein bisschen rumgefeiert und so. Haben uns auf eine Couch gesetzt und dann habe ich gesagt, so, ja, lass mal über irgendwas anderes reden als irgendein Gossip-Scheiß. Und ging es um Erkenntnistheorien? Theorien von Freud, Kant. Erzähl mal weiter, wie es deine lief. Ja, ah, okay. Bin ich immer fast eingepennt bei diesem Gespräch. Sie hat es versucht so und das muss man ihr lassen. Da ist sie wieder zu den Blondinen gegangen. Ja, da bin ich... Huiuiui. Ob du das drin lassen wirst? No front, Leute, das war ein Witz. Eigenschaft. Man muss halt Kylas Humor mögen und man muss halt Kylas Humor verstehen. Und ich feiere ihren Humor, muss ich zugeben. Ich feiere ihren Humor und das noch um diese späte Uhrzeit. So eine extrem... Also um diese späte Uhrzeit. Du bist immer anwesend, so unfassbar anwesend. Wenn ich halt abschweife die ganze Zeit, wenn ich nur mit Leuten rumhänge, die selber so sind wie ich, dann hast du immer so einen komplett stillen Tisch, alle essen so. Jonas redet halt nicht beim Essen, er ist halt komplett leise. Also er sagt halt nur, was, wenn er angesprochen wird. Wirklich jedes Mal, wenn ich... Oh, da muss ich aber zugeben, ich glaube, da bin ich genauso. Also, wenn ich jetzt mal so normal Essen hier zu Hause vergleiche, wir sitzen vorm Fernseher meistens, gucken eine Serie, gucken einen Film und erst wenn wir so gesehen mit dem Essen fertig sind, aber dann trotzdem immer noch unsere Serie schauen oder einen Film, sage ich jetzt mal, dann reden wir auch darüber. Und sollte es jetzt zum Beispiel so sein, dass man irgendwie in einem Restaurant oder grillt oder keine Ahnung und man halt eben so dann nicht so mit Fernseher, sag ich mal, dann ist es so, dass ich zwar auch rede, je nachdem welches Thema gerade ist, manche Themen eher mehr, manche weniger, aber ich warte eigentlich eher, bis ich was Gewisses gegessen habe, damit ich mich auch konzentrieren kann. Also ich kann nicht essen, schlucken, reden und dann wieder essen. Also, das klingt jetzt vielleicht komisch, diese Ausrede, aber das ist so wieder hier, wie heißt das nochmal? Kann ich mehrere Sachen halt gleichzeitig tun. Ich komme gerade nicht auf den Fachterminal. Ich komme gerade nicht drauf. Es ist zu spät abends, ich kann nicht mehr so groß denken, deswegen verzeiht es mir. Wie heißt denn das nochmal? Was wird den Männern immer nachgesagt, dass die mehrere Sachen doch nicht gleichzeitig machen können. Wie heißt denn das nochmal? Warte mal. Wie heißt das nochmal? Mehrere Sachen gleichzeitig machen. Google jetzt mal ganz genau danach. Warte mal. Mehrere Sachen
gleichzeitig machen. Ja, wie heißt das nochmal? Multitasking. Ich bin nicht multitaskingfähig. Genau, das war das. Bin nicht multitaskingfähig. So. Gut, weiter geht's. Leute neu kennenlernen. Ich kann darauf ganz viel Geld setzen, ist, dass mich die Leute immer am Anfang, die mich nur aus dem Internet kennen, fragen, Jonas, die macht man immer die Hand so dahin. Sorry, habe ich nur gemacht, weil ich dich berühren wollte. Ist alles in Ordnung bei dir? Geht es dir gerade schlecht? Das ist jedes Mal so. Und jedes Mal muss ich den Leuten erklären, das ist meine Art, so bin ich. Aber weißt du, was witzig ist? Dass wir das gerade... Nee, was denn? Ja, guck mich nicht so an. Ich habe genau das Gegenteil bei dir als positive Eigenschaft gesagt. Wir ergänzen uns. Oh, da war gerade hier Shadow von Lady Gaga das Lied und Bradley Cooper im Hintergrund. Das Gitarren-Solo kurz. Sowas erkenne ich noch um diese Uhrzeit auf Anhieb. Ich sag jetzt die fünfte Sache. Ich geh mal kurz aus. Wirklich, ich nehme aber einfach Humor, sie ist wirklich sehr, sehr witzig. Das stimmt. Wir müssen beide wahre Wir-Aussagen treffen. Wir haben uns letzte Nacht gegen 4 Uhr in meinem Schlafzimmer gesehen. Das war. Wir sind beide vielleicht manchmal ein bisschen inkompetent in sozialen Situationen. Wir sind bisher unschlagbar gewesen, wenn es darum ging, dass wir Poolkämpfe durchziehen mussten. Und einer ist beim anderen auf der Schulter. Daddy Shikes Schultern sind sehr stabil. Ich muss mein scheiß Zimmer gleich noch aufräumen, ich hab überhaupt keinen Bock dazu. Du hast es ja immer ordentlich gehabt, ne? Ich zerstör nicht die Dynamik jetzt. Okay, sorry. Wir sind bei wir. Wäre toll, wenn wir gemeinsam gleich mal... Wir! Wir hätten beide anfangs nicht gedacht, wie gut wir uns verstehen. Okay. Das muss wahr sein, würdest du mir zustimmen? Also ich habe am Anfang nicht gedacht, dass wir uns nicht verstehen würden. Ja, okay, aber... Du schon. Ja. Oh mein Gott. Dein Haus fängt an zu brennen. Es ist auf jeden Fall, finde ich, sind die Fragen nicht so ultimative Stimmungsmacher, bei denen du am Ende das Gefühl hast, du willst die Person jetzt... Boah, was machen die denn? Die sind halt richtig hart. Wir sind kurz vor der Diskussion. Wir sind bei der letzten Frage und dann haben wir unsere 4... Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ich schon versaut bin, aber erfahrungsgemäß ist es so, dass solche Fragerunden, die wir auch machen, die driften... Wie Kyler genau in diesem Moment lachen musste. Ich weiß nicht, wie versaut ich jetzt bin und so, und dann diese Schmunzeln bei ihr. Wenn man noch mal letztens das Video guckt, worauf wir reagiert haben, wie früher sein Content war. Mega geil. Das haben wir auch schon mal in einem Video gesehen, irgendwie. Oh, da haben sie... die sich gegenseitig auch so geroastet. Das ist so ein Ja, sag ich mal, glaube ich, her. Irgendwann im Laufe immer in so eine Intimzonen-Richtung, die... Bei dir vielleicht. Teil ein persönliches Problem und frag mich nach einem Rat. Was ist dein Problem? Ich will immer vor mir selbst so die stärkste Person überhaupt sein. Immer. Martin. Wenn ich fertig sein, dann... Wenn Jonas geht, dann bleib du sitzen und Jonas sagt mir Bescheid, weil dann drehe ich mit dir. Ich hab da halt die Kamera und mach euch Fragen. Gut. Ja, gut. Kannst du wieder gehen? Ich weiß nicht, was ich hier für einen Rat geben kann. Ich gehe zum Therapeuten. Nee, ich möchte nochmal gerne das Problem hören, was sie gesagt hat, genau. Weil das habe ich nicht ganz verstanden. Und frag mich nach einem Rat. Was ist dein Problem? Ich will immer vor mir selbst so die stärkste Person überhaupt sein. Immer. Martin. Die stärkste Person vor mir selbst sein, habe ich, glaube ich, verstanden, oder? Also, das habe ich jetzt verstanden. Wenn ihr was anderes wieder verstanden habt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin manchmal bei sowas ja echt schwerhörig. Ja, aber ich kann das manchmal nicht immer so gut hören. Jedenfalls, was wäre mein Tipp? Mein Tipp wäre, wenn man vor sich selbst die stärkste Person sein möchte, hat das ja gleichzeitig im Umkehrschluss ja, sag ich mal, so zur Folge, dass man ja andere nicht so manchmal vielleicht an sich heranlässt. Und dann sollte man zumindest versuchen, Menschen an sich heranzulassen und sich selbst vielleicht auch mal in, sag ich mal, in diese Situation bringen, wo man keine Stärke zeigen muss, sondern sich einfach mal der Situation hingibt. Keine Ahnung. Vielleicht einfach mal so ein bisschen diese Kontrolle verlieren. Fallschirmsprung. Mal einen Fallschirmsprung machen. Weil da muss man Kontrolle verlieren, dadurch muss man auch gewissen Mut haben und
Man lässt dadurch aber auch, sag ich mal, einen gewissen Druck fallen. Keine Ahnung, was ich sonst für einen Tipp geben würde. Psychotherapeut Daniel hier am Start. Therapeut Daniel. Wenn du fertig seid, dann, wenn Jonas geht, dann bleib du sitzen und Jonas sagt mir Bescheid, weil dann drehe ich mit dir. Ich hab da halt die Kamera und mach doch die Fragen. Gut. Gut. Ja, ich hab jetzt wieder gehen. Das heißt, wir müssen gucken, wann ein Video mit Kyla und Nathan kommt. Darauf müssen wir reagieren. Ich weiß nicht, was ich hier für einen Rat geben kann. Ich gehe zum Therapeuten. Fantastisch. Ich muss nach dem Video selber zum Therapeuten gehen. Das hat mich nachhaltig jetzt beeinflusst. Wir sind tatsächlich mit den 36 Fragen zur Depression durch. Jetzt machen wir den Timer. Zur Depression. 4 Minuten lang in die Augen. Ich sag aber ganz ehrlich, Leute, ich habe ein paar Sachen jetzt dazugelernt, aber nicht so viel. Also ein Teil wusste ich schon. Wir kennen uns schon relativ gut, ja, so, ja, würde ich sagen. Ja, ist ja so. Ich weiß nicht, bin ich der Mensch dafür, der das ernst durchziehen kann? Wehe, du versuchst nicht. Oh mein Gott. Aber man darf lachen, man darf lachen. Ja, müssen wir ja wohl. Okay. Ich muss mich erstmal hübsch machen, weil Jungs guckt mich jetzt 4 Minuten lang an. Dürfen wir dabei reden? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht dürfen wir reden. Nein, guckt euch mal nur an. Wir müssen uns 4 Minuten in die Augen sehen. Lol, weißt du was? Ich glaube, meine Fähigkeit abzudriften hilft mir in diesem Moment einfach ultimativ. Also ich könnte wirklich so hart gerade woanders halt den Gedanken, aber ich versuche es nicht zu tun. Oha, das ist scheiße. Nein, ich versuche es nicht zu tun, aber ich könnte es wirklich krass. Oh. Oh. Dieses... Meine Augen fangen an zu tränen. Ich hab, glaube ich, zu wenig. Ja, okay, blinzel doch zwischendurch. Depressionsdings. Das kommt jetzt raus. What the fuck? Weird, das sind zwar deine Augen, den kannst du auch sehen. Und irgendwie denke ich auch, das bist du, aber irgendwie sind das nur so zwei. Das sind nur Augen irgendwie. Das sind nur so. Es ist nur dieses Teil. Hey, das war gar nicht so schlimm, oder? Ganz ehrlich, wenn wir auch mit dir geredet hätten, wäre es nicht so schlimm gewesen, finde ich. Ich dachte, es wird viel unangenehmer irgendwie. Aber vielleicht, weil wir uns in dem Gespräch schon die ganze Zeit angeguckt haben und so. Fazit, wie verliebt sind wir? Würdest du sagen, dass du eine Veränderung oder irgendetwas nach diesem Experiment... Alter, wie das knackt beim Sitzen. Scheiße. Down. Aber so nicht verliebt, wir sind einfach damit jetzt so saufen, einfach so richtig traurig. Das ist eher so ein Test, 36 Fragen, die dich beurteilen lassen können, ob es überhaupt was werden könnte. Ja. Also bei uns. Ich würde sagen, du hast auf jeden Fall einen heftigen Sonnenbrand. Ja. Ja, wir haben bei mir übrigens auch ein Video gedreht, nur mal so zur Info, könnt ihr hier nach direkt mal vorbeischauen. Jetzt so richtig weirde Stimmung noch, so ich rutsche so rüber. Ich hoffe euch das Video, ich kann es nicht mehr ernst nehmen. Beende das Video jetzt, tschüss. Zack. Das war halt das Ende. Gleich drücken. Ja. Soll ich drücken? Oh, geil. Also Outro, hier kommt jetzt nichts mehr in diesen 11 Sekunden, denke ich mal. Okay. Sehr, sehr cooles Video. Wirklich sehr, sehr cooles Video. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Heute für euch 2 lange Videos. Von daher, ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich hier gefallen. Es war sehr, sehr unterhaltsam, mit sehr, sehr viel Humor. Also es hatte was. Also es war auf jeden Fall sehr sehenswert, muss ich zugeben. Und wir müssen jetzt dann gucken, wann Nathan ein Video mit Kyla hochlädt. Weil er so gesagt hat, wenn ihr fertig seid, Jonas, steh auf, sag mir Bescheid, weil dann drehe ich mit ihr. Gut, das war's dann von meiner Seite aus. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das Video von Kyla ist selbstverständlich oben in der Beschreibung verlinkt. Checkt es aus und lasst dort eine positive Bewertung da. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen, denke ich mal, des Videos wieder. Mal gucken, ob heute welche kommen. Weiß ich ja nicht. Deswegen, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, euch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dann. Anpfiff ab, Pfiff Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.